Dass jemand so etwas tut? Nur wegen Geld? Was für ein Geld? Der Chris, mein Mann, er ist Anlageberater. Aber ein guter. Er hat die ganze Krise überstanden, verstehen Sie? Weil er immer so penibel war und schlauer als andere. Bis jetzt, bis Anfang letzter Woche. Okay, Ihr Mann hat also auch Geld verloren. Aber er ist keine Spielernatur. Überhaupt nicht. So etwas passiert einfach. Am Ende ist es ihm ergangen wie den meisten. War doch nicht seine Schuld. Und manche Menschen wollen das ja nicht glauben. Menschen, deren Geld er investiert hat. Ja, genau die meine ich. Fragen Sie doch einmal den Bürgermeister Lürzer. Oder den Hartelbauern, der im Gemeinderat sitzt. Die beiden haben ihm gedroht. Das hat mein Mann mir erzählt. Können Sie mich zu ihm ins Krankenhaus bringen?